So war es einst in einem fernen Land, dessen Name uns nicht bekannt war. Moment, ich weiß den Namen von dem Land hier. Und wie soll der Name sein? Hier. Wie hier? Ja, der Name des Landes hier ist hier. Hier wie hier? Ja, hier einfach. Na gut, wie du meinst. Also, es war im fernen Land von hier. Als ein unbekannter Recke ohne Namen. Ich habe einen Namen. Wie, du hast einen Namen, aber alle großen Abenteuer haben keinen Namen am Anfang. Ich hab jedenfalls einen Namen. Und wie ist dein Name? Man kennt mich unter den Namen Timorphos Baltus Cartridge Cornwall Teletext der Erste. Und noch was? Eingetragenes Warenzeichen. Okay. Also ist Timorphos Baltus erwacht, der Typ hier, erwacht einfach irgendwo in der Welt und lebt hier. Du kannst mich aber auch Tim nennen, wenn du magst. Okay, das macht alles viel einfacher für mich. Also, es war einmal in einem fernen Land, was hier hieß und wo Tim, ohne zu wissen, was er zu tun hat, erwacht ist. Ich weiß ganz genau, was zu tun ist. Ich bin doch Zauberer, Magier, Mage. Okay, Moment. Wir gehen nochmal ganz auf Anfang zurück. Also, es war in einem fernen Land, was hier hieß, wo Tim, auch Timorphos Baltus Cartridge Cornwall Teletext der Erste genannt wird, eingetragenes Warenzeichen, der Zauberer, erwachte und wusste, was er tun wollte, denn es ist... Ganz einfach, ich ziehe los und schnall mir eine. Eine geile Ische. Okay, es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. So lief Tim durch die Umgebung und fand einen Ginseng und hat erstmal den Ginseng eingesammelt. Dann lief er weiter in eine Welt, die ihm nicht ganz geheuer war, dessen Namen er aber kannte. Woher er kam, wusste er nicht, aber er war Magier. Moment mal, bitte. Ja, bitte? Ich brauche jetzt keinen Erzähler die ganze Zeit. Du kannst dich wieder verziehen und du kannst mich einfach mal hier machen lassen. In Ordnung. So reiste Tim ohne die Unterstützung eines allwissenden Erzählers durch die Welt, um sie für sich selbst zu entdecken. Dankeschön, wir hören uns wieder. So, und wir schauen uns mal jetzt hier einfach um, beziehungsweise ich schaue mich einfach mal um, denn ich bin ja ein Zauberer. Jetzt haben wir da schon einen Beiter und er ist rot. Rot ist böse. Er wird mir auf jeden Fall wehtun und wir schauen uns einfach mal weiter um. Eine Katze. Die Katze kann auch böse sein. Aber ich werde sie einfach fressen. Weil mein Ziel ist es natürlich, der stärkste Zauberer der Welt zu werden. Und wir kriegen direkt 3 Erfahrungspunkte für eine Katze. Unglaublich. Dann schauen wir uns erstmal auf der Karte um und sehen ganz genau, hier ist nichts Interessantes, außer das Dorf. Da sollten wir natürlich hingehen, denn das Dorf birgt vielleicht einige Wunder für uns und unseren Zauberer. Jetzt soll ich nicht durch den Beiter gehen. Das wäre ein dummer Anfang. So seht mich an, wie der große Tim diesen Berg erklimmt. Oder auch nicht, dann gehe ich außen rum. Oder? Man könnte es auch so machen. So, jetzt den letzten, harter Aufstieg. Weiter geht's. Richtung Norden. Osten, das andere Norden. Hilfe! Au! Nein, Bossgegner! Und zaubernde Hexe! Hilfe! Nicht! Au! Tim will nicht sterben. Ich will nicht. Wie weit ist es zum Dorf? Ich laufe falsch. Don ist auch schon wieder eine Hexe. Geh weg, Rockman.
Komm, hau ab. Ah, er hat umgedreht. Gott sei Dank. Wir sind erstmal sicher. Da vorne ist aber schon wieder so eine Hexe und da sind so Bumblebees oder Bug Beetles. Aber die Hexe, die ist nur... Die ist nur, blau. Blau sollte ich noch hinkriegen. Hilfe, sie kann strahlen! Warum hat die denn so viel AP plötzlich? Ach, weil die trinkt. Die kann auch Heiltränke nehmen. Anscheinend erstmal. Hm, riesige Karotten. Sie sind orange. Ich meide euch. Erstmal. Aber so komme ich nie zum Dorf. Oder Stadt. Wie man es sehen will. Dementsprechend, wie groß man ein Dorf findet. Oder wie groß man eine Stadt findet. Oder wie groß allgemein Sachen sind. Ich hatte da meine Frau. Sie kam, glaube ich, aus dort. Und sie hatte ein Gespür für große Gliedmaßen. Was mich daran erinnert, ja, mich mochte sie nicht so. Aber ich habe den Weg gefunden zur Stadt und mach mich erstmal weiter auf den Weg. In hier. Nicht dort. Dort war eine ganz andere Geschichte. Aber manchmal muss man den Weg auch verlassen, um einige Pilze zu sammeln. Oder Ginseng. Oder Baumwolle ist das, ne? Ja. So brannte ich die Baumwolle runter von der Pflanze. Als der große Herrscher dieses Berges. Hui, hui. Das ist doch nicht das Dorf, oder? Ein Schaf. Ich kann doch Schafisch. Mäh. Mäh, 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 mäh. Mäh. Mäh, mäh. Mäh, 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 mäh. Hilfe! Ich unterstütze dich! Diese elenden Goblins wieder. Die vom Vorort kommen. Hilfe! Trinken! Schaf, helf uns! Meh, meh, meh! Meh, 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 meh! Nein, so kriegt die Frau niemals zum Ende. Ich kann noch die Steine nötigen, verdammt. Und du hier, ne? Das kann ich nur eins sagen. Mäh. Mäh, mäh. So, dann suchen wir erstmal einen Händler. Ich habe jetzt auch schon 67 Kupfer. Davon hole ich mir erstmal das größte... Den größten Stab, den es gibt. Trade District. Rüstungen. Eine größere Rüstung wäre auch ganz interessant, beziehungsweise ganz gut. Hallo Händler, ich grüße euch. Bitte zeig mir deine Waren. Ich verkaufe dir meine Waren, du verkaufst mir deine Waren. Silberring. Eisengloves braucht keiner, Ranger, bla bla bla. Ich kann von all dem nichts tragen. Danke für nichts, wir ziehen weiter zum nächsten Ort. Beziehungsweise zum nächsten Laden. Ah, der allgemeine Item-Shop. Item, sagte meine Mutter immer. Und ich hole mir eine Eisenlampe. Nein, hole ich mir nicht. Ich hole mir Bomben, die kann ich nicht benutzen. Eine spezielle Eisenlampe, die grün ist. Mit grünem Text ist doch bestimmt besser als mit grauem Text. Sie scheint auf jeden Fall Licht zu machen. Dann haben wir lauter Formulare. Brauchen wir nicht, aber wir brauchen auf jeden Fall sehr viele Glasflaschen für meine Abenteuer. Das Ganze hat den Hintergrund, dass ich meinen Urin gerne sammle, weil man weiß ja nie, wann man ihn nochmal gebrauchen kann. Nur
der Hund geht in den Busch Pipi machen. So. Gucken wir mal nach Waffen. Hallo, Waffenhändler. Du siehst gar nicht aus wie ein Waffenschmied, dafür fehlt dir der Bizeps. Aber du hast Waffen, die ich auch nicht benötige. Weil zum einen brauchen sie zu viel Power, ich kann sie noch nicht bedienen, auch wenn ich sehr viel Power gewohnt bin. Weiter geht's. Hallo, Bankmädchen, das Vena heißt und es sieht aus, wenn du eine Perücke trägst. How are you? I feel fine, and you? Oh, da ist einer mit einer grünen Blase. Der ist wichtiger. Ui, der fliegt. You have you already explored Varia Village? Look, I've marked the location on your map. Cool. Ja, soll ich da hin? Wir sind gerade im Pet District. Da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Wir wollen eigentlich nochmal Crafting. Müssen wir nicht. Wir müssen nochmal zu dem Lupentypen. Auf der Suche nach noch mehr Einkäufen. Und dann schauen wir uns mal das an, was der kleine Junge uns gesagt hat. Na, wo ist denn der Händler? Ach so, ich muss ja gar nicht hin, weil das ist nämlich der, der identifizieren kann. Ich hoffe, die grüne Lampe hat sich gelohnt. Die macht mehr Licht als die normale Lampe, weil die normale Lampe echt wenig Licht macht und man überhaupt nicht sieht, wenn man in den Dungeon reingeht. So. Dann gehen wir mal in... Hilfe! Ich dachte schon, ich schieße hier irgendwelche Leute einfach ab. Dann gehen wir mal nicht zu den Schwertern, weil es sind irgendwie nur zwei, was sehr komisch ist. Wir müssen auch mal gucken, dass wir... Ah, da vorne ist ein Feld. Denn ihr ehrliche Menschen, die mir geholfen habt mit euren Waren und eurem Händler... Ihr seid nichts dagegen, dass ich eure Felder jetzt leer ernte. Na, wo ist es? Haha! Du Schuft! Naja, an der Stelle auch egal. So, Ananas Party. Diebstahl. Fangt den Schuft! Bim 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 bim. So. Unser Inventar ist voll und wir werden jetzt erstmal arbeiten. Denn wir gehen jetzt ins Crafting und ich mache mir jetzt erstmal ein paar Pinienstücke. Ohne zu schwitzen. Und währenddessen kann mein gottähnliches Wesen, was mich steuert, trinken. Das war mein gottähnliches Wesen und nicht ich. Trink, trink, trink. Das reicht erstmal. Ich kann mir später noch mehr Stückchen machen. Wir können jetzt auch gleichzeitig schon mal hier die Kürbisse mit einsammeln. Wenn wir schon mal hier sind, klauen wir gefälligst alles. Und nicht nur die Geschichten, die uns die Herrschaften hier hinstellen. Ich habe mal von meiner Mutter gehört, es gibt so eine wundervolle Kürbissuppe, die kann man ab Level 3 machen. Aber was auch immer Level 3 ist, das habe ich... das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ah, ich wusste es. Ich hab ihn gesehen. Du böse Spike-Kreatur. Das hasse davon, mir aufzulauern hier im hohen Gras. Oh, Ginseng. So, auf nach Westen. Oh, ich kann mit dir reden. Hallo, hässliche Hexe. Have you found left offers? You have to visit the... den Identifizierer-Typen. Nein, ich habe Deckard Cain noch nicht befreit, aber es kommt nachher noch. So, sammeln wir mal ein bisschen Spinnnetzen mit auf.
Meerspinnenweben. Es ist ein weiter Weg bis nach Warrior Valley. Aber es gibt viele Herzpflanzen auf dem Weg dahin. Danke, Pflanze. Wenn man alles immer aufsammelt, dann braucht man ewig. Oh, 3 Ginseng. Du 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 du. Piep 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 piep. Auf! Auf nach Norden! Ich wünschte, ich hätte ein Pferd. Oh, Hühner! Hallo, Huhn! Aua! Ich hoffe, du lässt ein paar Eier fallen. Warum hast du denn... Wieso... Hast du einen Zauberstab dabei? Es war ein magisches Huhn. Ah, Hilfe. Gegen die kann ich nichts ausrichten, ich muss leider weiterziehen. Die nehme ich so auseinander, da kann ich nichts gegen machen. Oh, ein Lager. Oh, Helden. Die sind bestimmt mir freundlich gesinnt. Hallo, Freunde der Spielkultur. Wir ziehen weiter. Na, wie geht's euch? Ich habe ein neues Pet. Ihr erzählt mir alle dasselbe. Das weiß ich doch alles schon. Und was seid ihr da vorne? Noch mehr Hühnchen. So aber nicht. Vor allem, warum ist das Hühnchen orange? Ah, Gott sei Dank, die Heldentruppe hilft mir. Sonst wäre er wieder tot durch Huhn gewesen. Ich glaube, da vorne, die sind aber feindlich. Die 3 Hexen. Na, was war... Seid ihr Freund oder Feind? Ah, ich kann mit ihnen reden, sie sind Freunde. Oh, ein Bogen. Wo sind wir hier? Katakomben von Terrinor. Terrono. Und wie komme ich in euch rein? Wahrscheinlich durch ein Loch in der Wand, ja, ist mir schon bewusst. Aber zuallererst besteigt man alles, was man neu entdeckt. Schnell! Geschafft! Huah! Hallo, Planet! Ich habe dich bestiegen. 1! Wo ist der Feind? Da ist der Feind! Und er ist rot und er ist plus 3 und ich kann ihn nicht besiegen. Und ich muss laufen. Hilfe! Du bist mir viel zu stark. Geh weg. Sonst kriegst du die Macht von Tim zu spüren. Oh. Dich nehme ich mit. Wahrscheinlich ist da einer, der mir helfen kann. Geh weg. Oh Gott sei Dank, sie drehen um. Ja, genau. Ihr bleibt natürlich da. Boah, jetzt nicht noch die Splitter ziehen. Da haben wir Gnolle, die greift mich bestimmt auch an. Gefährliches Pflaster hier. Erstmal ein bisschen am See ausruhen. Bei den Seeanemonen. Eine Eule. Ih, wie siehst du denn aus? Zieh mal die Brille ab. Eule, ich bitte dich. Aua.
Das sind keine freundlichen Wizards. Und ich hatte recht. Aber die sind theoretisch schaffbar. Also gerade wollte die Eule mir noch, der Rabe mir noch helfen. Aber ich habe es mir, glaube ich, mit ihm verscherzt, weil ich ihn einfach angegriffen habe. Hilfe! Aua, aua, aua! Ich glaube, der Strahl, der zieht Lebensenergie ab. Egal, jetzt rüste ich dich. Nimm das und das und das und nur... Boah, da gibt's nur ein MP. Varia Vary wirkt noch so weit fern. Jetzt werde ich mich erstmal am Fluss ein bisschen ausruhen. Und dann sehen wir uns wieder. Wenn's nächstes Mal wieder heißt, die Abenteuer. Fantinimorphos, Baltus, Cartridge, Cornwell, Teletext der Erste. Eingetragenes Warenzeichen. Ciao.